Wir müssen diese Themen unter die Leute bringen, weil die Werbewirtschaft, die Politik und durchaus, der Frank hat es immer gesagt, die Banken in einem Konnex stecken und mit, besonders mit den Lebensmitteln sehr viel Geld verdienen. Und man verdient ja bekanntlich mit kranken Leuten mehr Geld als mit Gesunden. Ja, wir haben ja damals den Vortrag gehört über die genmanipulierten Sojabohnen und eigentlich, man erwartet sich dann eigentlich gar nichts mehr. Nicht? Also wenn er erzählt hätte, irgendwas funktioniert noch, das hätte mich mehr gewundert. Ja, das hat leider ganz eine breite negative Wirkung auf das Klima, auf die Umwelt, leider auch auf die Tierwelt, auf die einheimische Bevölkerung, steht im Konnex mit der aktuellen Asyldebatte und Flüchtlingsdiskussion und hat natürlich auch aufgrund dieser Billigkeit, weil es ja hochindustriell erzeugt wird mit chemischem Einsatz, fatale Auswirkungen auf unsere heimische, gesunde Lebensmittelproduktion. Ja, na, was mich am meisten schockiert hat, ich weiß nicht, ob das den anderen aufgefallen ist, er hat ja gesagt, wenn diese Wälder gerodet werden für diese Palmenwälder, dass nichts angekündigt wird und dass da auch Menschen verbrennen. Also das habe ich bis jetzt nicht gewohnt. Der Konsument hat ja gar keine Chance mehr, irgendwas Vernünftiges zu kaufen. Ja. Das ist ja ein aufgelegter Betrug, was heute mit den Konsumenten produziert wird. Also das kann ich ganz offen sagen. Also ich bin so sensibilisiert, Palmöl dort, wo es um meine persönliche Ernährung geht, zu vermeiden und habe sehr wohl in letzter Zeit, das spricht seit den letzten 2 Jahren, immer wieder auf Produktinhalte geachtet. Nur frage ich mich, wie soll ich dagegen vorgehen? Das ist die Frage, wie gehe ich dagegen vor, weil man eigentlich als Konsument ja fast keine Möglichkeit hat. Der Konsument hat überhaupt keine Chance. Und das Gemeinste, was die Agrarpolitik, die sehr Raiffeisen dominiert ist, macht, ist, dass sagt, der Konsument hat das in der Hand. Der Konsument kann sich entscheiden. Der Konsument muss bewusst einkaufen. Ja, wie bitte sehr, wenn es 150 verschiedene Eigenmarken, Qualitätsgütesiegel, Auszeichnungen gibt, was soll da der Konsument noch machen? Der geht im Kreis und sagt, mein einziges Kriterium ist nur -50% und das nehme ich. Ich werde sowieso betrogen.